So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Unboxing-Video. Wir haben 2, 4, 6, 8, 9 Boxen bekommen. Haben uns hier gerade hinten verbarrikadiert in unserer Ecke. Und dann gucken wir mal, was wir drin haben. Heute ist viel Südamerika. Schwerpunkt Südamerika, auch mit teilweise wirklich ganz ausgefallenen Sachen. Wo man viel, viel erzählen kann. Ich habe schöne Wälder ausgesucht. Ja. Fangen wir direkt an. Okay. So. Rote Scheine ist gut. Okay, ja, können wir aber auch. Brauchen wir. Letztens unser Eigenfresser. Genau. Haben wir schon oft ausgepackt. Ist ja jetzt nichts Wildes Neues. Können wir direkt drin lassen. Gucken wir mal weiter. Ich sehe, glaube ich, die da drin gut aus. Garaf Lavata. Wir fangen auf jeden Fall an mit Eigenfresserwochen zum Ende. Oh, Corridor aus Panda. Die sehen aber hübsch aus. Die sehen gut, ja. Schöne Größe. Also Corridor aus Panda, wieder so ein kleiner Panzerwelt, der so ab 80 cm gut gehalten werden kann. Bei uns eigentlich so ein Standard, den wir eigentlich immer da haben. Jetzt wieder einer tollen Qualität, wieder neue dazu. Passt. Hemigrammus strictus. Ein Zahnmeter aus Venezuela und aus Brasilien kommt. Das Ungewöhnliche ist, wenn die Tiere in der Balz sind, dann wird der Körper unter Umständen komplett die hintere Hälfte bei den Menschen rot. Halbrot. Ne? Wunderbare Tiere. Das ist also nicht flächig rot. Es gibt auch welche, wo das aufgelöst sind. Nette Vorderblatt ist so blass und der hintere wird rot. Das, der Hintergrund ist, ich habe die Tiere in Venezuela mal gefangen Anfang der 90er Jahre. Und mit jeder Lieferung, die bei Reunemanns draufkommt, hoffe ich natürlich, es kommen solche Tiere, wo die zur Balz zur Hälfte rot werden. So wie man früher die Pfeffersalmler eigentlich immer nur als braune Tiere bekommen haben und heute auf einmal Tiere kommen, die ganz rot sind. Ich hoffe, irgendwann mal sind es Tiere, die nicht aus Brasilien kommen, sondern aus Kolumbien und feuerrot werden. Das wäre dann wirklich der Hammer. Ne? Wie groß sind die? Die sind ausgewachsen. Also 4 bis 5. Ja, die sind wirklich groß. Also so groß habe ich sie in Venezuela nie gefangen. Vielleicht ist es eine andere Art, ja, genau. Wir werden sehen. Ja. Die Drachengrundel, Zwergdrachengrundel aus Taiwan. Das ist auch eine sehr seltene Art, weil aus Taiwan eigentlich kaum Fische exportiert werden. Wir bekommen dort aus Züchtereien Garnelen. Das sind Wildfänge. Nein, die können nicht nachgezogen werden im Aquarium bei uns, weil die Larven nach dem Schlüpfen driften ins Meerwasser und müssen im Meerwasser auch bleiben. Und erst die Jungtiere wandern wieder in Süßwasser zurück. Aber reines Süßwasser. Reines Süßwasser. Und total interessant, die Tiere graben sich den Sand ein teilweise. Genau. Und Menschen gehen dann hin und können das Maul ganz weit aufmachen und das Maul ist innen drin rot oder gelb. Ist auch relativ einfach zu ernähren, also fressen. Auch von der Haltung her gar nicht so anspruchsvoll. Genau, ne? Also wie normale Temperaturen. Einfach, genau, aber die werden halt richtig schwarz-weiß, das sieht man hier nicht so ganz, aber wenn die aber Tiere sieht schon in der Tüte schon ganz gut aus, ne? Da bin ich das mal gespannt. Das sind die, ah, die sind super, cool. Super interessant. Und gar nicht so ein teurer Fisch. Guck mal, Box Nummer 2 haben, würde ich sagen, ne? Ja. Das sind die. Wow, klasse. Wow, die sind wirklich schön groß. Ja, ja. Hat man bisher schon nur einmal gehabt? Ja. Das ist auch wieder dieser Prachtalgenfresser. Die werden halt so leichte rote Flossen bekommen. Genau. Also das Tolle ist halt wirklich, das ist ein genialer Algenfresser für große Aquarien, weil der wirklich sehr, sehr gut putzt. Und total friedlich und halt nicht so riesig wird wie eine große Chylus oder eine Epalzorhynchus, also die Siamensis. Ja, sondern nicht so aggressiv. Also genau. Wir hatten ja mit den Garas mal das Problem, dass die wirklich auch so die Fische so ein bisschen belästigen. Ach, das passiert ja bei denen auf jeden Fall schon mal nicht. Genau. Also echt eine Bombe in Größe, super. Kann man so ein bisschen erkennen. Echt eine super Qualität, mega genial. So, guck mal, ist die Box schon halb leer, nur mit den Garras. Da unten ist die andere Box, wir packen die immer so ein bisschen um. Die nächste, Apistogramma. Ja. Apistogramma Ortegae. Ortegae, genau, da ja, mal dieser Weibchen. Papageien. Das ist die Wildfang. Ah, auch sehr schick. So, nächste Tüte. Jetzt kommen Apistogrammas. Das ist, Apistogramma Agassizii Wildfang. Wahrscheinlich aus Peru, denke ich mal. Sehr schöne Tiere. Da hatten wir ja schon mal Nachzuchten auch von einem Kunden von uns. Ne? Die waren mal bei diesen Bitinjata. Bei den Bitinjata, ne? Genau. Und ich denke, so sehen die auch mit den. Und die sahen richtig, richtig stark aus. Die haben jetzt, glaube ich, mal so 2 oder 3 Paare habe ich mitbestellt. Einfach mal, um zu schauen, wie die sich entwickeln werden. Ja. Sahen auf jeden Fall toll aus. War so bläulich mit so einem weißen Schwanz. Genau, dran, genau. Ne? Und der hat halt die Gelb. Der hat ganz viel Gelb in den Flossen, der Mann. Ja, super. Den füllen wir gleich nochmal in Ruhe ab, wenn er eingewöhnt ist. Hier nochmal Apistogramma sehe ich schon. Das ist Apistogramma Atahualpa. So ähnlich wie der Inka, finde ich. Genau. Die kriegen ja diesen. Genau, diesen das kriegt er auch. Genau. Und diese gelbe Brust ist ein relativ bulliger Apistogramma. Kommt auch aus Peru. Wird auch ein bisschen größer, ne? Wird auch größer, ja. Wird so 7-8 cm die Menschen. Aber super genial halt für jedes Südamerika-Aquarium. Genau. Wunderbar dazu zu setzen. Gerade auch mit Scalare und so kann man die schön mit den großen Tieren vergesellschaften. Oh, Pinocchios. Nasenhexenwälze sind das. Das sind Maulbuddeln der Loricaria. Die buddeln sich auch ein. Die buddeln sich auch ein, ganz genau. Und haben halt die ganz ungewöhnlich diese lange Nase vorne, mit denen sie wahrscheinlich im Bodengrund einfach nach Würmern suchen. Ist auch relativ selten zu bekommen. Und jetzt sieht man halt wirklich schon, die Männer haben so ein ganz großes Maul und indem sie dann den Laichballen innen hier im Maul mit rein. Die haben also einen ganz großen Laichball und trägt es dann durch die Gegend. Belüftet es und passt drauf auf. Ja, gut, die sind ja ganz viele, diese Maulbrüder. Genau, gibt's jede Menge. Ne? Super interessant. Ne? Und Nummer 3. Oh, viele Superwälze. Guckt mal. Das ist der L200, ne? Der Mantoides, das ist der Haifin. Ja. Also Baryancistrus Demantoides. Das sieht man richtig schön hinten.
die Rückenflosse, wie hoch die ist und dass sie fast mit der hinteren Flosse hier fast verwächst. Das ist der Unterschied zu den normalen. Sehr, sehr schön gepunktetes Tier, ganz regelmäßig, gleichmäßig, toll. So, weiter. Nochmal Pinocchios. Bei Pinocchios kommen, glaube ich, 10 Stück insgesamt. Okay. Oh, das ist einer meiner Lieblingsfälle sicher. Lamontichus filamentosus. Genau. Also okay. Sehr, sehr schön. Auch der hat schon immer noch diese ganz langen Filamente hinten. Das ist so ein Problem bei den Tieren, weil wenn die nicht hundertprozentig gesund sind, dann verlieren die als erstes diese verlängerten Schwanzflossen. Mhm. Und da kann man eigentlich immer sehr schön an der Qualität sehen. Wenn der diese Filamente noch hat, dann geht es dem Fisch gut. Da habe ich auch so ein ganz cooles Bild von gemacht. Kann man auf Instagram schon sehen. Die haben auch diese riesen hohen Rückenflossen, kriegen die. Also ganz irre, ganz toller Fisch. Wenn er einmal eingewöhnt ist, sehr gut. Ja. Nur beim Eingewöhnen, da muss man halt aufpassen. So, als nächstes. Hey, meine Schätzchen. Die habe ich vor 14 Tagen gesehen. Ne? Also wunderbare in der Qualität. Riesentiere, Corydoras equus aus Brasilien. Schön ausgefärbte Tiere. Meistens kommen die so ein bisschen kleiner, aber das sieht man richtig in tiefschwarz. Und so ins Olivgrüne gehen der Rücken und dann diese ganz tolle Orangegelbe. Die werdet ihr im Aquarium sehen, die sieht super, super schön aus. Schön auf hellem Boden kommt am besten. Genau, dass genau. Dass die Farben schön ausbilden. Ja, ja. Ne? Was ist denn das da? L128. Jawohl. L128, der Blue Phantom. Aber auch groß. Sehr schön, ja. Also aber wir haben ganz kleine schon mal einen größeren und jetzt haben wir die ganz kleinen. Das ist nochmal so eine mittlere Größe. Ja, ja, genau. Wo kommt der her? Aus dem Rio Orinoco in Venezuela. 1, 2, 3, fertig. Nummer 4. Okay. Ich nehme die große Tüte. Ah, Tripleus. Ja. Das. Ich habe ihn nur bestellt, weil ich ihn auf dem Bild völlig verrückt fand. Ja. Und mit diesen schwarzen Flossen. Genau. Kannst genau. du mir was dazu erzählen? Das ist halt leider nur die Jugendfärbung. Also so ab 5, 6 cm cool. groß wird er silbern. Der ist ein reiner Oberflächenfisch, kommt so Venezuela, Kolumbien, ganz ungewöhnlich. Also sieht man ganz selten in dieser Jugendfärbung, weil meistens werden die Tiere in der Größe geschickt, sind extrem schlecht zu transportieren, sind eigentlich sehr gesucht, die Tiere. Also bei Leuten mit Großaquarien, also sowas da ist ein perfekter Beifisch zu den Skalaren. Zu den wenn sie Wals. Groß sind. Ja, wenn sie groß sind. Jetzt werden sie natürlich gefressen, aber ganz verrückte Fische, ne? Und fliegen richtig mit ihren, die Flosse geht fast bis hinten an der Das ist der Mythos fliegenden Fisch in Südwasser, genau. Und ausgewachsen, also ich hatte ihn in Venezuela, waren die so groß. Also so gut so 20 das Zentimeter. Sind das wirklich sind diese fliegenden Fische? Nein, aber guck mal von oben, wie klasse, hey, guck dir das an, wie Fledermäuse. Die Fledermäuse. Total hier. Hey, mega genial. Die leben riesenschwärmend überall im Weißwasser. Das ist ein Weißwasserfisch, also nicht im Klarwasser, ein Weißwasserfisch und da leben was die heißt, riesenschwärmend. Was heißt Weißwasser und das nicht Klarwasser? Das ist nicht Klarwasser, sondern das ist trüb. Das ist so milchig trüb. Ne? Ah, okay. Der lebt in den großen Flüssen, wo viel Sandeintrag da ist. Ja, das sind sie nochmal. Nee. Nein, Otocinclus. Vitatus? Ja, das ist zumindest so eine kleine, schlankere Art. Wahrscheinlich sind das Tiere aus Kolumbien. Ja, leider sehr kompliziert geworden, die Otocinclus. Gerade aber in der letzten Ernährung? Ich weiß. Sind die da ausgehungert oder was? Es kann sein, dass sie zu große Mengen fangen und die dann dort in solchen großen Teichen hältern und die Tiere nicht genug zu fressen bekommen. Die werden ja nur ein oder zweimal im Jahr gefangen in Riesenmengen und aber die machen uns sehr, sehr guten Eindruck. Das sind sie. Guaware? Ja, Guayanense. Die meisten von diesen sogenannten Riesen-Otocinclus-Arten sind sehr hochrückig und sehr bullig. Mhm. Da hatten wir ja einige schon vorgestellt. Wir haben ja aktuell 2 Sorten da, vielleicht sogar 3 Sorten von denen. Und das ist jetzt eine Art, die sehr schlank ist und einen ganz langen Schwanzstiel hinten hat. Hippopotopoma spez Guayanense, aber das ist wahrscheinlich nicht auch. Ah, ich habe den anderen auch noch bestellt. Deswegen. Ja, Gulari ist auch da. Der wird auch als Yarina cocha bezeichnet. Ah, das ist dieser Riesen-Otocinclus, der diesen ganz dünnen Schwanz hinten genau, hat. Genau, ganz genau. Und da gibt es ein oder zwei Arten, die genau so aussehen. Also es gibt auch eine sehr bunte Art davon. Wenn wir Glück haben, ist was das nicht sogar. Die hat rote, die wird so grünlich. Genau, die kriegt rötliche Flossen und rote Punkte auf der Flosse. Und der hat diese farbige Schwanz. Und der wird rot. Wenn der ausgefärbt ist, wird der farbig. Dann kriegt er so rot-orangene Streifen hinten drin. Und der Körper wird ganz stark gemustert. Die werden auch nicht ganz so groß wie die Gulare, also wie die normale Art, die später kommt. Ah, hier ist Gulare. Das ist der Riesen-Otocinclus, wie wir ihn schon oft hatten. Der ist halt wesentlich hochrückiger und bulliger. Und die sind meistens auch attraktive Tiere, aber halt das da drüben ist halt auch durch den Schwanzstiel und weil er nicht ganz so groß wird, halt wirklich eine Art, die man schön bepflanzten Aquarien auch halten kann. Super, so, ich gehe weiter mit Otocinclus. Da habe ich schon reingelünkert. Genau. Das müssen Tiger-Otos sein. Oder Zebra-Otocinclus, ja, genau, sehr schön. Kokama, ja. Übers gesprochen, Kokama. Ja, Kokama eigentlich. Gibt's nicht, Kokama. Okay, Kokama. Sehr, sehr schöne Tiere. Die kommen aus Peru, aus dem oberen Amazonas. Die lässt man noch relativ schnell weg. Ja, sind halt sehr gesucht immer. Ne? Ja. Kokama. Habe ich gerade vom Professor Letsch, gibt's nicht. Heißt Kokama. Oh, gut. Ja. Also, one of my favorites, Kolibri-Salble. Das Problem. Kannst du recht mitnehmen.
Kann ich mitnehmen, ja. Also das Problem ist bei den Fischen, die kommen leider meistens nur in dieser Größe, weil das was mit der Fangsaison zu tun. Das heißt, die Tiere sind geschlüpft jetzt im Sommer, im Hochwasser und jetzt geht das Wasser runter und jetzt könnt ihr die fangen. Sieht nach gar nichts aus, wird sehr, sehr schön. Also so ein transparenter Fisch mit orangen-gelben Flossen, super, super schön. Also ist so etwas, was bei mir immer in meinen Sammelbecken mitschwimmt. Das sieht man schon ein bisschen ja, rot roten, hinten. Die roten Spitzen an den kommen Flossen hinten schon. Kolibrisalm heißt er wirklich vollkommen berechtigt. Ein total toller Fisch. Er wird auch, bleibt auch so ganz klein. Der bleibt klein, der braucht so 2 cm höchstens. Ne? Das ist wirklich ein absoluter Minifisch. Also doppelt so groß, wie er jetzt hier ist. Man muss halt nur Geduld haben. Also für der jemand, der sich davon mal, wenn ihr mal googelt und guckt euch mal ein tolles Bild von dem Fisch an, dann wisst ihr eigentlich auch, warum das der eigentlich sehr gesucht ist. Aber im Zoogeschäft geht er halt völlig unter. Also das ist ein mini kleiner südamerikanischer Salmler. Ist nicht so ganz einfach von der Ernährung her auch. Ne? Ja, geht auch an Granulat oder so, aber erst später. So, da haben wir 1, 2, 3. Haben wir erst 4 Boxen, Roland? Ja. Oh Gott. So, jetzt hier die Bodenbox. Ist ja raus. Das ist der andere, das ist Affinis. Ne? Oder was als Affinis? Das Problem ist ja, wir wissen ja gar nicht, welche Otocinclus-Arten wir wieder wirklich haben. Das ist extrem schwer zu unterscheiden, aber auch eine sehr schöne Qualität. Ja, wir hatten jetzt lange keine bekommen, aber die sehen wirklich gut aus. Auch dicke Bäuche, ne? Kann man schön sehen. Also die sehen wirklich auch von der Vitalität her sind die echt gut aus. Das passt halt auch von der Jahreszeit, weil die Anfang, Ende November die fangen gehen. Mhm. So, was haben wir denn noch so Schönes da drin? Das ist diese rote Hexenwälze, genau, ne? Wo man nicht weiß, ob es eine Lanceolata ist, so eine Farbvariante von Lanceolata. Also man weiß eigentlich gar nicht. Der Fisch ist irgendwann mal aufgetaucht in der Aquaristik. In weichem Wasser und Lebendfutterfütterung, also Zyklops oder so, können die ganz orange-rot werden oder so ziegelrot. Variieren auch sehr stark. Ja, genau. Also wirklich genau. Von so einem graubraun bis... Genau. Und deswegen ist wahrscheinlich, also erinnert mich sehr an eine Lanceolata. Was ist das denn? Ah, Heterocharax virgulatus. Genau. Das ist auch so etwas... Die sind aber groß. Sehr, sehr schön groß. Ist auch ein ganz ungewöhnlicher Fisch, der aus dem Rio Negro kommt und aus so Urwaldbächen mit ganz wenig Licht kommt. Und so metallisch-blauen Glanz hat der noch. Genau, und das sieht man richtig schön. Das hat wahrscheinlich diese Funktion, dass bei dem wenigen Licht, die untereinander da in diesen Urwaldbächen kommunizieren können. Das sieht das so richtig, wie die schillern, das Blau. Die müssen halt dunkel gehalten werden, mit so ein bisschen also, Licht von vorne. Die Aquarianer in Asien, Taiwan, in Japan, die stehen halt auch auf solche eher unscheinbaren Fische, die immer so ein bestimmtes Feature haben, dass sie halt dieses Blau drin haben. Die wurden jahrelang halt rausselektiert, immer zwischen den roten Neon, und wurden nach Asien geschickt. Und da kommt nachher nochmal eine andere Art, der genau dasselbe. Und jetzt kommt es ja auch zu uns. Gerade für so Biotopgeschichten halt. Genau, ganz genau. Super, ne? mit wo es gar nicht so um irgendwelche hochgezüchteten oder bunt gezüchteten Formen geht. Das ist ein schöner Beifisch für Apistogramma, Granicara und so Sachen. Muss halt dicht bepflanztes Aquarium. Und dann, wenn einmal eingewöhnt ist, auch relativ einfach zu halten. Absolut, das, absolut. Ne? So, in Box Nummer 5 noch 3 Tüten. Tucano-Ichtis. Tucanos haben wir ja. Ist ja auch bei uns Standard mittlerweile. Ja, die haben wir eigentlich immer da. Ne? Super schön. Atylocharax. Ah. Das ist auch so was ganz, ganz Spezielles. Tambopatensis, ja genau. Das ist ein kleiner, so ein Zwergsalmler, der ganz unruhig immer, der wird richtig brillant blau und schaut ganz ungewöhnlich, wie die schwimmen. Aber auch so ein ganz kleiner, aber auch nur so 2 cm. Der ist fast ausgewachsen, ne? Also der große, der drin ist, wahrscheinlich, die sind ausgewachsen in etwa. Das ist wirklich was für grün bepflanzte Aquarien. Richtig, richtig klasse. Wir hatten den damals in Magdeburg, in dem einen Becken sitzen von ADA. Der wird komplett blau. Richtig blau. Wie so ein Pirusa. Genau, nur halt nur leuchtender. Voll, nur leuchtender. Viel leuchtender und über den ganzen Körper. Und dann haben wir jetzt Nummer 6. Planiloricaria sehe ich von oben. Ja, sehr, sehr. Auch einer meiner Lieblingsfische. Hat man einmal bisher. Schwierig, ja, schwierig einzugewöhnen. Der Haken bei denen, die brauchen ganz große Aquarien, sind untereinander ziemlich aggressiv. Ich habe auch nur einen. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Art. Auch hier wieder, wenn die Filamente hinten sind, dann geht es dem Fisch gut, dann ist er gesund. Wenn das halt wegfault, dann ist es ein Problem. Aber der kriegt halt diese Rückenflosse, das sieht man auch sehr schön bei ihm. Auch der hat auch so eine groß, ganz ne? große Rückenflosse. Aber interessant ist halt diese ganz langen Filamente hier hin. Braucht halt auch Sand, verbuddelt sich. Da ist halt auch ganz wichtig, dass der Sand sauber ist, wo das natürlich so eine Infektionsquelle. Das heißt, wenn das alter, schmuddeliger Sand ist, wird es auch nicht lange gut gehen. Also da muss man schon im Becken wirklich auf Sauberkeit achten und dass halt auch nicht zu viele Futterreste drin liegen. Frisst am Anfang halt auch nur Lebendfutter, hat rote Mückenlarven, Tupifexen, solche Sachen. Später frisst er aber ohne Probleme Frostfutter. Geht sogar an die Ringe dran, die Vitalis-Ringe. Vitalis-Ringe. Ja, genau. Und da haben wir hier Monster. Nochmal. Scopini Ancestrus. Die werden immer größer. Ja. Die werden auch nochmal L200. Ja, L200, ja. Boah. Unglaublich. Schick, mach mal die Tüte schräg. Mega. Mal hier die Schnute an. So groß wie mein Daumen. Ey. Unglaublich. Küsschen, Baby. Hier fährst du Amanda, oh, sehr schön. Feuertetra. Ja, ja, Feuertetra, eine super Größe. Ja, schön. Sehr, sehr gut. Sieht auch echt vital wieder aus.
Feuertretra in XL heißt, das ist so ein ganz kleiner blutroter, ich weiß gar nicht. Die da sind das. Die da, die kleinen roten. Also auch ein super cooler kleiner Sammler, gerade so für ab 60 cm Aquarium oder sowas kann man die wunderbar einsetzen. Das ist natürlich eine super Größe. Aurantiakus. Genau, ja. Das ist der goldene Kongo-Sammler. Ne? Der Kongo-Sammler Aurantiakus. Genau. Die haben wir hier vorne schon mit drin. Ist eigentlich auch ein sehr gefragter, schöner Fisch. Da schwimmen sie. Ja, so goldig-gelb halt. Ne? Haben dann so ein dunkelgrün, das ist ein grünes Band. Ne? Ja, haben. Und dann halt dieses leuchtende blaue Auge. Und die Barsche wollen jetzt unbedingt ins Video mit rein. Da. Also ein ganz hübscher, eher ein kleinerer von den Kongo-Sammlern. Ne? Gut, ja, so 6-7 cm. Die Fantastik auch. Also so wirklich einer von den kleinen, wo man auch gut mit einem Meterbecken halten kann. Ne? Und Bunkhaus Japiteri. Brillantsammler, ne? Brillantsammler Nachzucht. Recht unscheinbarer Fisch ist halt auch gerade schön. Wir hatten den damals in unserem großen Aquarium. Ja. Ne? Genau. Also wenn du viele bunte Pflanzen hast, ist das ein super Fisch, der da schön dazu passt. Ne? Nochmal Panda-Panzerwelse. So, dann kommen wir vorletzte Box. Ah, das ist etwas ganz Spezielles. Da habe ich sehr drauf gewartet, die mal zu sehen. Das ist Pseudomugil oder Popondetta Konje. Ist es wirklich? Na, da, ja, waren wir ja selber. Genau, das ist das Problem. Also, wir wissen, es ist nicht Phokatus. Ja, es ist nicht Phokatus. Das Problem ist, den Fisch, der wurde überhaupt nur zweimal gefangen. Also einmal von dem Gary Allen, der die zuerst gefunden hat. Es sind nur ganz wenig Tiere nach Australien davon gekommen, die auch nicht vermehrt wurden. Und später nochmal hat der berühmte Heiko Blair sie Neuguinea, gefunden. Neuguinea, ne? Neuguinea, Papua-Neuguinea, genau. Und später hat Blair sie nochmal gefunden. Davon sind Tiere dann ins Hobby gekommen und sind auch nachgezüchtet worden, aber ist schon eigentlich seit 20 Jahren wieder weg. Jetzt wurden die auf einmal angeboten, auch zu einem super Kurs und irgendwie konnte ich es nicht glauben. Aber sie sind eindeutig anders als Phokatus. So eine orangene. Ja, das haben Phokatus unter Umständen auch, nicht so, stark, auch ja, nicht so stark. Und dieser Schwarzanteil in der Rückenflosse ist ganz ungewöhnlich. Ja. Also ich bin da kein Spezialist drin, aber es wäre fantastisch, wenn das wirklich Konje wären. Also das heißt, wir müssen die vernünftigst abfilmen. Genau. Und dann mal gucken, ob Leute das Schaubecken machen. Ne? Vielleicht können wir das vorne in das Ding machen. Ne? Da suchen wir doch eh noch was. Ja, ja, wir könnten auch noch Werneris dazu machen, die beiden Sachen. Weil die irgendwie freistehend, könnten wir so ein Australienbecken machen. Wir überlegen uns das gucken wir uns mal an. Aber Konje wäre natürlich schon toll, wenn wir die mal ausgefeilt zeigen könnten. Ne? Absolut. Vielleicht hat der ein oder andere Superspezie in der Regenbogenszene mal einen Tipp, was es wirklich ist. Vielleicht gibt es sie auch, und ich weiß es einfach nicht, dass mittlerweile wieder viele Tiere davon gezüchtet worden sind. Ja, aber das ist ja auch die Erdhälfte, wo du jetzt nicht so irgendwie. Genau, Tiere genau, genau. Oh. Nochmal, nee, das ist jetzt. Skobinia, das ist L14. Das ist der L14. Wo sind die orangen Rücken? Wo sind die orangen Flossensaugen? Oh, das ist jetzt Parallelismus. Haben sie den rausgezüchtet? Oder? Das ist ja Wildfänge, ne? Aber das ist doch nicht. Das sieht aus wie ein L7 hier, Galaxis. Nee, das ist keine Ahnung. Aber müssen wir mal gucken, ob die wirklich alles so. Ob das orange wäre uns. Oder ist ein anderer Fundort von Skobinia und Variatus? Also, das ist auf jeden Fall jetzt hier ein L14, soll das sein? Ja, ne? L14. Ohne orange Schwanzflosse, aber vielleicht eine Fundortvariante davon. Also das müssen wir nochmal rausfinden, weil wir denken ja immer, die Seen, die gibt es nur in einem Fluss, aber vielleicht ist der weiter verbreitet. Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall so neu für mich. Pariolispus ist halt ganz grau und hat eher weiße Flecken. Also es ist schon so was Aureatus-mäßiges. Hier haben wir ja einen relativ groß. Ich gehe wieder in die Ecke hier. Ich habe eine gute Ecke ausgewählt heute. Wo sitzt dann? Am Ecke. Hinterm Feld. Das ist, glaube ich, Titanic. Achtung, ja, tatsächlich. Ja. Na, so ist die, wie wir ihn eigentlich kennen, mit diesen schönen orangenen Flossen. Und jetzt haben wir den einmal ohne diese orangen Flossen. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Fisch ist. Und? Jetzt haben wir hier, jetzt kommt nochmal ein Bild. Ah, L14. L24. Ah, das sind kleine Petanga. Die waren halt riesengroß, aber, ja, aber es gibt ja zwei. Es gibt ja diesen 24er und 25. Sind genau. Die gleichen? Nein, das sind zwei verschiedene Arten. Was ist der Unterschied? Sehen anders aus. Die einen haben gefleckt, sind schwarz, sind gefleckt. Das ist eine ganz andere Pseudacanthicus-Art. Also es ist eigentlich so, in den meisten Flusssystemen gibt es halt immer nur gibt's halt die eine Art und die gibt es nie zusammen. Ne? Die kommen also nie zusammen. Sind die endemisch schon oder was dann in diesem System? Ja, oder? Ja, genau. Der kriegt also ganz orangene Flossen. Genau, ne? Ganz genau. Dunkler der Körper, wird, so moosgrüner, dunkler Körper? Nee, der braun. Der wird braun im Körper und orange. Und dann ist der L25 dieser moosgrüne? Nee, der ist, nee, auch nicht, der wird schwarz, der L25. Ne? Oder ist der heller als der L25? Vom der Körper? Ist auch heller, ja, der ist so braun. Der ist so also beige-braun. Beige-braun, ja. Okay. Was ist das nochmal? Axelrodi. Axelrodi, Axelrodi, das sind die blauen, blauen. Sundadanio, Axelrodi Blue. Blau, ja, genau. Wobei eigentlich ist ja nicht blau, ist ja dummes Zeug, weil nur der Axelrodi blau ist und die anderen, die roten, heißen ja anders. Also eigentlich der Zusatz der blau, Grüne? Der grüne ist eine andere Art. Aber wenn alle unter Axelrodi... Genau, genau, weil es halt extrem schwer, man müsste wissen, wo sie her sind und das zu bestimmen, aber Axelrodi ist halt der blaue. So Leute, jetzt haben wir schon wieder fast geschafft. Roland ist gerade dabei, die letzte Box zu öffnen und ja, lass uns doch mal überraschen, was da jetzt noch drin ist. Ne?
Das sind die afrikanischen Glaswelze. Stimmt. Auch super schöne Fische für so einen Beifisch. Als Beifisch für die Pelvica chromis Arten, Chromidotilapia Arten. Also richtig toll. Ganz friedlich. Halt immer unterwegs. Und die sind auch gar nicht so dunkel aktiv. Sie sind auch schon mal tagsüber draußen. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Und sind halt sehr aktive Tiere. Das ist wirklich eine tolle Art. Kommt aus Nigeria. Sieht man eigentlich auch sehr selten. Ne? Wird also kaum exportiert. Wir haben die schon relativ Wir haben die schon oft, ja, ja. Also wenn sie, weil sie halt auch so ein bisschen tagaktiv sind. Genau, tagaktiv. Und wirklich so wie so eine Schule. Das ist das Tolle, weil die halt wirklich immer zusammen sind. Mhm. Und nicht da mal einer. Und vor allem der asiatische Glaswelz, der steht ja meistens ruhig zwischen den Pflanzen. Der sucht sich eine Stelle und dann stehen sie alle übereinander oder zusammen. Und das ist hier ein Fisch, der immer ständig auch im Freiwasser unterwegs ist. Und Danio Nigrofasfeld. Auch etwas, wo ich lange drauf gewartet habe. Ist ein ganz kleiner Danio, also so wie Tinwini. Die werden maximal 3 cm groß. Heller Körper, blau gestreift mit blauen Punkten. Gibt es schon ganz lange, kommt so gut wie nie. Jetzt bin ich voll dabei. Du weißt, wer das ist? Das ist der Galaxy gestreift. Genau, das da ist der Querband. So, und das war halt die Idee. Der Tinwini, der Nigrofasciata ist super klasse. Genau, den als Alternative zum Tinwini, weil die so gut wie gar nicht gibt im Moment. Ja, genau. Und ich dachte mir einfach, das ist halt auch so ein schöner kleiner Leopard-Berbling. Ja, und der kommt auch fast nie. Ne? Nee, also, und mega hübsch. Weil den eigentlich keiner kennt. Ne? Und dass er halt auch wirklich so klein bleibt. Ne? Was ist das? 2,5 cm? 2 cm? Und dass er halt blau ist. Ne? Der hat so ein schwarzes Band mit blauen Flecken auf dem Körper. Genau. Wird halt oft mit diesen Frankii verwechselt, mit diesen Tüpfelberblingen, aber ist was ganz anderes. Ja, der wird viel größer. Genau. Ja, und der bleibt wirklich viel kleiner. Also ich sehe ganz, ganz selten, dass man den Fisch mal bekommt. Richtig schick, also für ein 60 cm Aquarium mit ein paar Honiggouramis oder so anderen Sachen, knurrende Zwerggouramis und Sundaner. Ja, oder auch alleine, ne? Ja. So, einer meiner Highlights. Drin? Äthiopsis Mondsalmler aus dem Kongo. Also, mega cooler Fisch. Ja, mega, wirklich mega cooler Fisch, weil die Menschen halt wie so, wenn die groß werden, werden die fast rund, wie so ein Mond, also richtig wie ein Mondfisch. Und die kriegen, das sieht man hier so ein bisschen angedeutet, die Menschen haben oben an der Rückenflosse so einen roten Fleck. Und wenn die dominanten Menschen kriegen richtig eine rote Kappe, deswegen heißen die auch Rotkappensalmler. Das ist was ganz, ganz Feines. Es wird nicht so groß, wird maximal, die großen Böcke sind so groß. So ist groß ist er ungefähr so 5 cm, oder? Ja, so 5 cm etwa. Okay. Also ich gar nicht so ein farbiger Fisch, sondern eher auch wieder unscheinbarer, aber mit so einem schönen schwarzen Fleck am Schwanzwurzel ja. Und dann diese roten Kappen. Die können schon im Körper, wenn die gut stehen, sind die schon richtig blau und dann haben die Männer diese tolle Rückenflosse. Ist halt ein ruhiger Salmler, ist halt nicht so kein Phenacogrammus von der Unruhe her, sondern wirklich ein sehr ruhiger Beifisch für alle Pelvica chromis, Nanochromis Arten. Also lässt sich gut mit den ganzen Kongo-Chromis. Kommt zusammen mit Kongo-Chromis Sabina vor im Kongo. Und das ist wirklich toll. Also auch da laufen die Afrika-Woche wieder. Leute, das war's jetzt schon wieder. Wir zeigen euch jetzt alle Fische nochmal im Zusammenschnitt und dann könnt ihr alles gucken. Und mit ein bisschen Glück, die ein oder andere Art gibt es schon wieder auf zoobox.de. Könnt ihr also bestellen, wenn ihr Bock habt. Daniel, guten Morgen. Läuft bei uns. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ihr hattet viel Spaß dabei, habt ein bisschen was mitnehmen können und wir filmen jetzt nochmal die restlichen Fische ab. Bis nächstes Mal. Tschüss.